So. Jetzt geht's weiter nach den kleinen Fehlern, die ich ja mit der Soundbearbeitung hatte. Und rein theoretisch sollte doch jetzt der Ton wieder normal laufen. Und wir haben die Aufgabe gekriegt, untersuche die Fässer und töte Invasoren von Memoir. Mal schauen, wie wir das machen. Ob wir hier haben wir gleich beides aneinander. Jetzt lassen wir die einfach mal hier da ein bisschen zerschnitzeln. Da haben wir schon eins der Fässer und den Invasoren haben wir auch gerade umgebracht. Die sagen jetzt immer, thanks for the help. Bisschen eintönig, aber gut. Was soll's, das ist ja im Endeffekt nicht das Problem. Hier ist ein... Ah, die hat hier gerade geholfen. Na, da bringen wir hier einfach mal noch einen um. So, jetzt haben wir die erste Aufgabe fertig. Müssen wir hier immer noch so Thanks for the help machen lassen. So. Fast 2 von 3 und hier drüben ist es auch wieder noch ein Fass. Da tun wir auch noch jemanden befreien, weil wir sind ja echt so lieb. Mit unseren Menschenretterkenntnissen. Und da können wir auch schon wieder zurückgehen und dürfen die Quests abgeben. Ah, sie möchte nicht sterben. Das kann ich irgendwie verstehen, dass sie das nicht möchte. Wir haben was Neues bekommen. Das ist sogar deutlich besser als das, was wir haben. Was ist das? Ferntresor? Okay. Das ist nicht gut. Grundprinzipiell ist mir so aufgefallen, also im Vergleich zur Mage, dass das Equipment, was man hier beim Hüter bekommt, deutlich, aber wirklich deutlich stärker ist. Ich glaube, selbst beim Krieger ist es nicht so stark wie das beim Hüter. Aber wenn er dazu irgendwie andere Berichte sieht, sagt mal Bescheid, schreibt es mal ins Kommentar rein. Weil es würde mich glatt mal tierisch interessieren. So, hier, Chiron, Oberhaupt von Memoir. Jetzt fessle den Schaman mit dem Seil. Wie ihr seht, hier haben wir ein Seil. Und der Schamane, den zeige ich euch gleich, der ist noch ein Stück weiter, aber den hier. Nehmen wir ruhig noch mit hier. Wenn die unsere Stadt hier schon einnehmen, dann... So, fesseln. Funktioniert ganz easy. Anklicken, Rechtsklick, außer Reichweite. So, jetzt ist er hier gefesselt, fällt weg und das war's. Richtig simple Sache, kriegt jeder hin. Und wir dürfen jetzt zu Duarte. So, Geiselnahme beendet. Wir kriegen eine neue Quest. Wir sollen Kellion töten. Das ist, ja, ich sag mal, so ein Mini-Mini-Mini-Mini-Boss. Auf dem Weg bis dahin kriegen wir, oder nach dem haben wir definitiv wieder ein Level up. Und, ja, gehen wir einfach mal hier rum. So. Was hat der Skill eigentlich hier nochmal gemacht? Ach so, nur mehr Schaden, aber das brauchen wir jetzt bei den Gegnern hier nicht. So. Und da hinten steht da schon dieser Kellion. Er ist jetzt auch nicht der Burner. Er ist, wie ihr seht, tot. Wir machen mal noch hier seinen kleinen Schergen mit tot, weil. Warum nicht? So. Jetzt müssen wir wieder bis zurück zu Duarte. Und da dürfen wir dann unsere Quest abgeben. Aber was wir sehen, nehmen wir mit. Wäre ja Quatsch, wenn wir hier die lieben Tierchen stehen lassen. Denn so lieb sind wir dann ja nur doch nie. So, hier den Schaman. Ich mag Schaman einfach nicht. Da schon meine gewisse Abneigung dagegen. Wie ihr seht, so arg viel Schaden kriegt die Gute nicht. Also daher, der Char macht echt Spaß.
Mit den anderen Klassen muss man, so wie ich es mitgekriegt habe, einfach ein bisschen mehr aufpassen. So, Level aufgestiegen. Und wie ihr seht, wir haben jetzt hier diesen Kelion getötet. Und haben diese Stadt wieder zurückerobert. Und wie ihr seht, jetzt sieht das hier auch alles wieder ein bisschen freundlicher aus und heller. Also eigentlich ganz cool gemacht. Und wir bekommen jetzt neue Quests hier. Jetzt so, jetzt sind so wieder grundlegende Sachen. Und auch, was jetzt noch dazu kommt, hier ist ein Koch. Und bei dem stand jetzt als Quest Beruf ergreifen, sprich mit Goldie. Oh, hier haben wir noch eine andere Quest, die ich fast übersehen. Die mit dem Wahrheits... sprich mit Miwan. Okay, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Gucken wir schnell auf die Map. Also ich renne immer im Normalfall hier rum im Kreis so. Das heißt im Normalfall. Immer wenn ich das mal so gemacht habe, jetzt zum Testen auf dem anderen Account mit den Chars, dann bin ich hier rumgerannt. Bin immer erst zum Berufergreifen gegangen. Einfach weil im Kreislaufen ist dann schon sinnvoller, als wenn ich hier zickzack überall hin und her laufe. Oh. Ich wollte den noch gar nicht ansprechen. So, mit Goldie gesprochen. Und sehen wir es ja, hier hinten ist dann der Punkt, wo auch Kelion stand. Ah, da wollen wir jetzt gerade gar nicht hin. Wir wollen jetzt gerade zu Hohle Warnkraut. So, Warnkräuter geholt. Jetzt gehen wir nach drüben. Da, wo die eine gesagt hat, ah, ich möchte nicht sterben und so. Und da gehen wir jetzt mal hin. Denn jetzt bekommen wir unser eigenes Llama Roo. Ich glaube, von Miwan bekommen wir den sogar. Genau. Ich finde das Schwarze ganz toll, deswegen nehme ich das auch. Hab das ja in dem anderen Video mit meiner Mage auch gehabt. So, jetzt ganz wichtig. Ihr habt eine Quest davor, also jetzt direkt in der Quest davor, habt ihr hier diese Reitlizenz bekommen. Das heißt, die müsst ihr unbedingt erst benutzen, sonst funktioniert das mit dem Llama Roo nicht. So. Schauen wir mal noch, wir haben noch einen Gürtel des Zwielichts bekommen. Variet-Serum ist ein Questgegenstand, Warnkraut auch. So, das Llama Roo, das können wir getrost hier in die andere Tasche, weil es muss ja irgendwo bleiben. Und zack. Ja, neues Achievement. Wir haben das Achievement Cowboy, steige zum ersten Mal auf ein Reittier. Ganz wichtig, es geht um steige auf zum ersten Mal auf dein eigenes Reittier. Steht leider so nicht drin, weil wir hatten ja schon mal dieses gehabt. So, jetzt habe ich eine Quest, wo mein Level zu niedrig ist. Okay. Die Quest Wissenswertes für Reisende wurde abgeschlossen. Ich habe eine Quest, wo mein Level zu klein ist, aber sie wird mir nicht angezeigt, okay. Naja, wer weiß. Zeigt es mir vielleicht nachher an, wenn ich das Level dafür habe. Ich weiß, dass man hier auch genau hier hinten, glaube ich, oder was ist das? Nee, das nicht. Irgendwo hier gibt es dann nachher eine Quest, die ist schon für Level 60. Die sollte man, ich denke mal, vorsorglich annehmen, weil ich bin der Meinung, dass es praktisch ist, diese Quest dann schon mal zu haben, weil wenn man sie dann irgendwo braucht oder vielleicht auch schon eher abgeschlossen hat, dann muss man nicht alles nochmal hierher rennen. Aber ob das tatsächlich wirklich so ist, das werden wir dann irgendwann in einem folglichen Stream-Video sehen. So, verabreiche das Wahrheitsserum. Machen wir das direkt mit, ja, mit F machen wir das. So, Duarte Bericht erstatten, der ja wieder hier neben uns steht, aber wir den anderen ausselektiert haben. So, jetzt haben wir ein Kistchen bekommen. Erstmal sprechen wir hier mit Strass. Jetzt haben wir alle Infos fürs Berufe ergreifen. So, und jetzt gucken wir mal schnell, was uns diese Kiste gebracht hat. Einmal haben wir noch Schuhe bekommen. Seelenhüter, Vorratskiste, Level 10. Gut, da war jetzt drin. Plus ein Onyx B ist ein Veredelungs-Item. Und was machen wir damit? Kann Helme mit Item Level 62 und niedriger gesockelt werden. Bis zu 100 Edelsteine können auf einmal veredelt werden. Gut. Kommt. Später. There's a rich variety of food to consume.
Ah, hier. Den müssen wir anquatschen. Sprich mit Gant. Gant ist da hinten. Das ist der. Der stand vorhin, glaube ich, woanders. So. Spricht mit Harduin. Mach mal nach. Wir wollen jetzt erstmal hier noch von dem Typen hier, von Garmel. Also der sogenannte Gargamel. Holen wir jetzt erstmal noch die Quest. Seelenskills. Okay. Ah, genau. Das haben wir ja schon mal gesehen. Was machen wir jetzt? Flamme des Mutes ist, glaube ich, das Optimalste für den jetzt hier. Wir machen das und sollen die auch immer benutzen. Die hält 30 Sekunden an, wie man hier oben sieht. Und wir haben die Quest abgeschlossen. Das ist ganz cool. Ist halt eine Nebenquest gewesen. Deswegen haben wir jetzt auch die 10 Nebenquests erfüllt. Gut. Nichtsdestotrotz, diese Sache macht jetzt im Endeffekt für 30 Sekunden 16% Angrifferhöhung. Angriffsgeschwindigkeit und Zaubergeschwindigkeit werden um 15% erhöht. Und was eigentlich richtig cool daran ist, die erhaltenen Erfahrungspunkte werden um 20% erhöht. Also wenn du das permanent jetzt mal sozusagen anhast, hast du halt, also jetzt alle 2 Minuten darfst du wieder anmachen, wegen der Abklingzeit von 120 Sekunden. Denn dann kannst du da recht gut, sag ich mal, ja, dein Level hochziehen. So, wir müssen jetzt mit Harduin sprechen. Harduin ist schon wieder auf einer anderen Map. Denn wir haben Memoa erstmal alles fertig. Wie ihr seht, ich habe gerade drauf geguckt gehabt. Hier ist keine Quest mehr, die so irgendwie angezeigt wird. Und unsere Quest, die geht hier nach zum Wald von Memoa. Da finden wir vorher noch Anea. Anea ist auch so eine Frau, die will jetzt auch wieder was von uns. Erfrischung von Herzen. Ach, das sollen wir auch noch Harduin geben. Würde ich sagen, machen wir das. Wir haben ja hier unser tolles Lamaru. Wir können hier durchstolzieren. Und ja, machen das auch, weil hier ist ja eh nicht viel zu holen jetzt. Diese ganze Gegend hier ist doch etwas, ich sag mal, stiller. Sind zwar halt auch ein paar kleine Mobs, die hier rumstehen, aber das ist jetzt nicht so der Rede wert. So. Geben zweimal die Quest ab und kriegen eine neue. Wir haben jetzt die Quest Blöde Lorke bekommen. Das sind diese Viechers hier und wir machen ein Skill und steigen von unserem Lamaru ab. So, Bausatz Ring des Gleichgewichts. Das ist noch so eine Sache. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit genau machen soll, weil mit dem Char, wie ich ihn da hatte, gab es bei mir ganz viel davon und ich weiß nicht, ob man tatsächlich so viele davon braucht. So, wie ihr seht, ich habe jetzt gerade nebenbei mal noch mit Tee die Flamme des Mutes angemacht, um den Attack Speed zu erhöhen und die Erfahrungspunkte. Und jetzt seht ihr auch schon, hier unten in der Leiste steht der 97, die Standard sind für das Monster. Und dann halt die plus 20 macht es in der hinteren Zahl. So, jetzt ist die Frage, war für den noch, weil wir ihn gerade noch angegriffen haben, auch noch die EXP bekommen. Aber das werden wir gleich sehen. Ne, bekommen wir nicht mehr. Bekommen wir also wirklich nur für die Zeit, wo es wirklich gerade aktuell ist. Wo die Tötung aktuell ist, sagen wir es mal so. So, jetzt haben wir schon Stadt der Ika-Bericht. Das heißt, wir steigen wieder auf unser tolles Lamaru und rennen weiter. Wie der Pfeil hier zeigt, müssen wir nach da. So, und wir müssen noch ein Stück. Da mir dieses Gebiet hier gar nicht mal so zusagt, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schön. Es ist zwar schön gestaltet und so, aber es sagt mir persönlich einfach nicht zu. Renne ich hier einfach mal durch und knall jetzt keine Monster weg. Neuer Warp Point. So, irgendwo hier, genau, da steht er. Gibt auch gleich wieder ganz viele neue Quests. Blöde Locke abgeschlossen und jetzt geht's hier aber los. Mindestens 4 Quests. So. Und wir haben wieder eine Hilfe bekommen. So, jetzt erklären sie uns was hier von der Gruppe, wie es ja in jedem Spiel so ist. Und ja, wir knallen ja trotzdem einfach fröhlich freundlich ein paar Viecher weg. Die haben es ja nicht anders verdient.
Oh, jetzt sind die Kämpfe anscheinend doch schon echt etwas härter. Das finde ich ja ganz interessant. Ich meine, die heilt sich gut gegen nach so einem Kampf, also das ist echt nicht das Problem. Bin ich echt zufrieden, dass sie das so macht. Hier gibt es auch irgendwelche Mobs. Die haben dann auch mal wieder mein Level. So, und kaputt ist es. Jetzt werden wir hier drüben wahrscheinlich irgendwas einsammeln, okay. Würde ich sagen, machen wir das. Nias Spuren. So, Spuren gefunden. So, und jetzt hauen wir hier einfach gemütlich weiter drauf. Und er hat uns wieder was gedroppt. So, auch wieder so ein Bausatz. Logeye. Drei Stück sollen wir sammeln. So, okay. Passiert nichts. Also ich kenne es, dass wenn man irgendwo in irgendwelchen Spielen solche Eier sammelt, dass dann irgendwie so eine Brutmutti kommt und uns angreift. Das ist das, wie ich es kenne. Aber es ist hier nicht so, finde ich auch mal ganz cool. Ah, jetzt hat er uns aber gesehen. Und jetzt greift er uns ja so wie auch sonst auch immer an. So, jetzt. Die Aufgabe ist gelöst. Jetzt müssen wir noch hinter zu 1. Die Gegend ist schon irgendwie wieder so cooler. Sumpfig. Und ja. Da könnt ihr glatt mal, also Geschmäcker sind ja völlig verschieden. Wenn ihr eine Gegend habt, die euch super gefällt, schreibt sie mir mal als Kommentar oder Nachricht. Und dann würde ich nachher, wenn ich dann halt in dieser Gegend bin, falls ihr weiter seid als ich, gerne natürlich mir auch diese Gegend ein bisschen besonders anschauen. Also einfach ab ins Kommentar. Und dann geht's weiter. So, jetzt hat der hier wahrscheinlich gerade den das Viech getötet, was ich töten sollte. Jetzt muss ich also langweilig. Ach ne, da ist schon wieder eins da. So, dann machen wir mal schnell hier den Bonus an. So, kann man nämlich. Das ist ja. Das war ja jetzt ein bisschen lächerlich, was er hier an EXP bekommen hat. Da haben wir ja bei den normalen Mobs mehr bekommen. Naja, dann ist das halt so. Und wir gehen jetzt wieder hierhin zurück, weil wir müssen ja die Quests wieder abgeben. Und wollen ja dementsprechend auch unsere Belohnung dafür bekommen. So, lauf, 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 lauf. Und da sehen wir auch schon das erste Fragezeichen. Zweite und das dritte, und ich glaube, genau, wir müssen zweimal zu Iga, also reichen uns die Fragezeichen. Und da wird das jetzt ordentlich EXP hageln, hoffe ich, dass wir auf alle Fälle auf Level 9 kommen. Es würde mich. Oh ja, definitiv kommen wir auf Level 9. Das ist ja hier. Das ist ja richtig schick. Und ach so, der hat eine neue Aufgabe für uns. Oh, der hat auch noch eine. Ach, Mensch. Voll am Übersehen hier. So. Jetzt schauen wir erstmal, was wir alles so für Sachen bekommen haben jetzt aus dieser Quest raus. Seelenhüter-Vorratskiste. Okay, was haben wir jetzt hier gekriegt? Ein Verband F. Okay, also einen stärkeren Verband. Oh, eine helle Barde, das ist schön. Die ist stärker. Ey, jetzt muss ich gleich mal schauen, das haben wir ja noch gar nicht. So einen Kopfschutz haben wir noch gar nicht. Das heißt, der hilft jetzt richtig gut. Ausrüstung der Qualitätsstufe gewöhnlich. Und wir haben hier Bestienschwanzsuppe. Okay. Sättigung, achso, okay. Mit Sättigung und Energie. Ja. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Wir benutzen das jetzt einfach mal. Mein Level ist zu niedrig. Achso, Level 12 braucht man für Nahrung. Okay. Was ist
das? Sättigung erhöhen, Level 1. Was ändert das? Irgendwas muss das ja verändern. Okay, wir schauen mal, wie wir es sonst so haben. Achso, die Marken haben wir ja noch nicht. Gut. Ist noch irgendwas zum Sättigen hier? Ah, ja, Gemüse. Wir drücken hier nochmal. Sättigung erhöhen 200, Energie erhöhen 300, erhöht Energie. So. Wahrscheinlich bei 1000 Sättigung ist alles erreicht. Erhöhen 200, aber Energie. Achso, okay. Ah. Ja, natürlich Werbung für den Shop. So, jetzt haben wir eine Sättigung von 97%, aber die Energie ist auf 40%. So, was das genau bedeutet? Ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan. Aber wir können das ja mal beobachten, indem wir hier uns dieses Fenster mal nach rechts in die Ecke ziehen. Weil zum Kämpfen brauche ich das nicht. Nicht, ob ich stärker dadurch werde oder was auch immer das tut. Gucken wir schon einen nach hier. Okay, das werde ich mal noch erforschen, denn ich kann jetzt nichts damit anfangen. Noch den Meisterkämpfer und dann müssen wir hier hinten hin. Da können wir auch gleich eine neue Quest annehmen. Das finde ich ganz cool. So, jetzt ist natürlich meine Crit-Chance extrem hochgegangen durch diesen Helm da. Ich kann dadurch jetzt ordentlich critten und dadurch macht die den Schaden, wie sich's gehört. Mal den mal hier noch kaputt. Also ein Crit von 11 macht ja schon viel aus. Oh, Stammesanführer. Ein bisschen aufpassen, ich will den zwar gleich töten, aber... Lass mal schnell. So, jetzt kann ich hier noch... Achso, ich muss den sogar töten. Der ist einfach nur groß, das ist ja ein leichtes hier. Ein 23er Crit ist natürlich echt ordentlich. So, wir haben den verdächtigen Brief. Jetzt müssen wir wieder zurück, dürfen wieder, oh, wieder drei Quests abgeben. Oh, das ist schön. Da steigt das Level doch auch bald wieder. Red Priestess. So. Ist sogar ein Briefkasten. Da müssen wir nachher gleich mal reingucken, weil, wie man sieht, ich habe ja Briefe. So, schlechte Nachrichten. Wollte er wahrscheinlich nie so gerne hören, aber... So, jetzt hat der wieder zwei Quests für mich. Einmal sprich mit Lockhart und einmal mit... Sulja, oder wie das heißt. So, ist das hier wieder eine neue? Die das also verpassen? Nein. Eine Erfolgsbelohnung. Eine kleine... Oh ja, der ist wichtig. Bestätigen. Und das wiederum hier ist jetzt gerade nicht so wichtig, den brauche ich noch nicht, den lasse ich noch drin. Ich habe noch 87 Tage Zeit, aber, also jetzt machen wir den mal wieder hier oben hin, dieser Ring, wo ist er hin? Ach da. Gut, der muss jetzt identifiziert werden. Nutze die Lupe in meinem Inventar, damit meinen sie die hier, wusste ich auch erst nicht, und es macht uns jetzt irgendeine zufällige Fähigkeit. Und wir haben bekommen einen Ring der Entspannung, Angriff 1, Crit 6 und noch extra Crit 1. So, das Coole ist, ist völlig neu, können wir dahin machen.
Über sowas bin ich immer froh, wenn man was Neues anlegen kann. Denn dann läuft die Sache einfach wieder besser. Wir müssen jetzt ein bisschen hinterlatschen. Latschen tun wir nicht, denn wir haben ein Lamaru. Und laufen mal direkt bis hinter, um zu schauen, was uns dort da hinten erwartet. Denn dieses Gebiet, wo wir jetzt hier sind, das werden wir schon wieder verlassen. Die Mädchenleiche, mit der wir gerade geredet haben. Jetzt ist es eine Leiche. Klingt so, als ob wir dran schuld wären. Aber die Schuld dürfen wir uns nicht in die Schuhe schieben. Wir waren das nicht. Wir haben nicht den letzten Hieb gegeben. Das machen andere hier für uns. So, wenn wir Glück haben, bekommen wir dann jetzt auch irgendwann mal noch neue Quests. Aber das Gebiet ist für uns erstmal geklärt. Und wir haben schon 51% zu Level 10. Und jetzt gehen wir aber noch ein Stückchen weiter hier. So. Da hinten ist er auch schon. Wir sind ja ziemlich weit gesprungen von hier bis nach da. Also die Mobs auch schon Stufe 10. Okay, naja gut, das sollten wir ja locker packen. Gefahr in Verzug. So. Sammle ungeschliffenes Brett. Das ist zum Beispiel da hinten. Wir brauchen zwei Stück. Nehmen wir auch beide. Und dann bekommen wir wieder einen Gegenstand, der identifiziert werden muss. Das finde ich immer ganz cool, weil das ist so. Da ist es nicht alles so vorgeschrieben, was man alles kriegt. Ist halt immer so dann per Zufall. Also das heißt, jeder Spieler hat dann halt einfach auch im Endeffekt auch immer mal was anderes. Übergib an Venona. Okay, oh nö, so ein Bär will ich schon noch töten. So, jetzt habe ich gerade was entdeckt. Das zeige ich jetzt gleich mal. Gehen wir mal kurz bloß hier hin. Vor den Morgentauwald. Wir müssen schon wieder ins Weitergehen. Das ist ja auch, geht schnell. So, jetzt habe ich das mit der Energie gefunden. Skills verbrauchen unterschiedliche Energie. Du kannst deine Energie wieder auffüllen, indem du Nahrung zu dir nimmst. Maximale LP plus 4%, Angriff 7 plus 4%. Sättigung 896 von 1000. Wenn die volle Sättigung erreicht ist, kannst du keine weitere Nahrung zu dir nehmen. Prüfe deine Sättigung, bevor du isst. Ich explodiere, wenn ich weiter esse. Okay. So, dann haben wir schon erstmal das mit der Energie geklärt, was die bei uns be bewirkt. Also die maximalen LP und ein Angriff erhöht es ein bisschen. Ist also, ja, man kommt halt auf gut Deutsch zu Kräften. So, wir suchen jetzt vielleicht schon Venona. Nö, wir gehen noch nicht zu Venona. Wir kriegen jetzt erstmal hier neue Quests und helfen diesen Menschen hier, weil wir ja so lieb sind. So, ach, hier ist eine Händlerin. Ich darf endlich mal mein Crab verkaufen, wahrscheinlich. Okay, dann tun wir das auch mal, weil es gibt so ein paar Sachen, die ich ja jetzt einfach nicht mehr brauche. So, das gibt's nicht vielleicht so eine Option wie jeglichen Mist verkaufen? Okay, gibt's nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Dann suchen wir uns halt alles erstmal selber raus. Vielleicht gibt es diese Option ja trotzdem irgendwo und ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gesehen. So, jetzt haben wir das verkauft und ich möchte alle Items, die in Besitz sind, reparieren. Achso, Ausrüstung, meine Haltbarkeit beträgt 100%. Was kann man denn hier alles dann kaufen? Okay. Eine Entsocklungsrolle. Siegeltinte. Primitive Tasche alleine. So wie ich sie jetzt hier glaube. Nee, es ist eine normale Tasche. Wie viel hat. Die bietet 6 Plätze und die bietet 4 Plätze. Okay. Kostet 5 Gold. Ey, zum Glück bekommt man die, ey. Gut. Haben wir erstmal das geklärt, jetzt lassen wir die Items sortieren. Genau. Und töte Monster in Morgentauwald. Also sowas wie den Wolf hier, der schon Stufe 10 ist. Aber uns irgendwie so nichts machen kann. Und wir einfach weitermachen. Achso, und da drüben sind noch die Pflanzen, die wir sammeln müssen.
Oh, was haben wir denn eigentlich hier bekommen? Wir haben Luftklaue bekommen. Müssen wir dann gleich mal. Oder wir probieren es gleich aus. Ist jetzt ehrlich gesagt. Muss ich gleich nochmal durchlesen, was das macht. Oder wir probieren es bei dem aus, mit der 7. Stark muss ich sagen, ist es jetzt nicht. Aber es tut halt die gegnerischen Skillleisten sozusagen unterbrechen. Also wenn die jetzt hier so eine gelbe Leiste kriegen, das macht er jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ob das kann. Das können halt einige Mobs. Dann tut es den unterbrechen und der darf das nicht tun. So. Diesbezüglich sind unsere Quests hier fertig. Übergib an Lono, wo auch immer dieser Lono rumrennt, hängt. Würde ich sagen, gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Lono ist auch in Richtung Ausgang. Ja, Tautropfenpfad. Schlingwolf, ach, den bringen wir mal um. Wenn meine gute Frau ja mal losrennt. So. Gucken wir mal, wie viel XP. Ich glaube 284 EP. Genau, 284 EP. Boah. Wir müssten noch knappe 50, 60 dieser Viecher hier töten, um den Level abzukriegen. Das machen wir jetzt natürlich nicht so. Wäre natürlich auch cool, wenn man dann wirklich tatsächlich mit dem Level echt weit oben ist. Wahrscheinlich als für das, was man sonst braucht. Aber. Wir nehmen jetzt einfach mit, was wir so finden. Unsere Hüterin wird uns dann danken. Und ja, noch ein Schlingwolf und dann können wir, glaube ich, auch schon zum Ausgang gehen. Beziehungsweise zum weiterführenden Weg. Ja. So. Da hinten ist mal wieder so ein Tauwaldbär. So, und wir gehen jetzt. Ne, wir sind im Morgentauwald. Wir bleiben wahrscheinlich noch im Morgentauwald. Ja, wir bleiben noch im Morgentauwald. Und. Ich hasse Schamanen, also. Der muss getötet werden. Das gehört sich zum guten Ton bei mir. Da ist einer Beta. Okay, hier ist tatsächlich echt immer noch tote Hose. Geht immer noch nichts los. Ah, das haben sie hier schon ein bisschen speziell gemacht. Ich glaube, wir kommen jetzt direkt auch schon in eine andere Stadt. Das Bemsto-Portal wurde entdeckt. Genau. Wir sind jetzt auch tatsächlich schon in einer anderen Stadt hier. Lono-Waffenhändler. Dem haben wir jetzt das gegeben. Quest ist beendet und hier drüben geht's weiter. Oh, hier können wir wieder ein paar abgeben und abholen. Mit Wainona erstmal sprechen. So. So. Nur auf M. Es gibt hier rot markierte Bereiche. Das ist so, was man hier so tun kann. Oh. Ist eine Solo-Instanz hier unten sogar dabei. Von hier oben waren wir doch auch schon. Aber wir sind jetzt hier durch den Wald gelatscht und hätten aber auch wahrscheinlich hier durchlaufen können, mal angenommen. Und vielleicht hier irgendwie lang. Aber es kommt vielleicht später noch. Vielleicht müssen wir auch nochmal hier oben lang. Also schauen wir mal. Wir haben erstmal wieder eine Hilfe bekommen. Er ist so geil. Das finde ich irgendwie so lustig an dem Spiel. Es kommt jetzt erst die Info wegen dem Identifizieren, wie ich das mache. Naja, was soll's. Mit Sättigung. Eine Kiste, haben wir das jetzt rausbekommen. Und haben wir da schon was drin liegen? Ja, da haben wir schon was drin. Wir kriegen jetzt dazu einen Crit und eine kritische Ausweichchance. Es ist jetzt, man kann sogar einen Onyx reinrüsten. Was habe ich? Ah, ich habe einen Onyx. Dann werde ich das jetzt einfach mal tun, wenn ich weiß wie. Shift und Rechtsklick, um. Oh, Shift
Shift und Rechtsklick. Ah, so, okay. Und jetzt muss ich den wahrscheinlich reinlegen. So, jetzt kriege ich. Hä? Crit 4% erhöhen. Und Crit 1 oder Crit 1 erhöhen. Oh, jetzt habe ich ihn veredelt. Was ist jetzt drin? Nee. So, wir wussten, dass es. Der Edelstein wurde gesockelt. So, jetzt kriegen wir plus 2 Crit. Und eine Dings. Was haben wir jetzt hier? Ferntresor. Wir müssten jetzt gleich. Ah, ne, wir sind noch nicht Stufe 10. Weil Stufe 10, da können wir dann hier Levinas Geschenkkiste öffnen. So. Jetzt haben wir erstmal den Spaß. Sind neu ausgerüstet. Lassen die Items sortieren. Und in dieser neuen Stadt. Grüne Grund, wie es so hier steht in Levin, wird der Stream erstmal, das Video erstmal beendet. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Ja, lasst ein paar Kommentare da, paar Likes, wenn es euch gefällt. Und wenn es euch natürlich nicht gefällt, dann natürlich einen Daumen nach unten. Also, tschüssi!